Let's go! Geschmolzen. Die Meeresspiegel werden ansteigen und die ganze Erde mit Wasser bedecken. Wenn die Menschen auf der Erde in Wasser warten, werden sie sich der Herrschaft von Prime Evil unterwerfen. Ganz bestimmt, Obrechtiger. Sie werden dich mit offenen Armen empfangen. Der Geisterdrachen arbeitet schnell. Der Wasserspiegel steigt bestimmt schon. Wann die Menschen das wohl merken werden. Möchtest du einen Hamburger, Jake? Nein, danke, Eddie. Sieht ziemlich fettig aus. Fettige Hamburger sind am besten. Sie rutschen so gut. Das mag sein, Eddie. Aber irgendwie ist es gefährlich. So könnte ein Fett... Ja! ...Feuer entstehen. Schnell, gib mir das! Nein, Eddie, kein Wasser! Oh nein! Wasser richtet bei Fettfeuer nichts aus. Öl schwimmt auf Wasser. Man muss einen Feuerlöscher nehmen. Oder im Notfall Natriumbicarbonat. Oder Salz. Puh, das wusste ich nicht. Gut, dass du da warst, Jake. Schon gut, mein Freund. Alles in Ordnung? Ja, es geht schon wieder. Hab mich nur erschrocken. Trink etwas Wasser, dann fühlst du dich besser. Gute Idee. Jake! Ja, Eddie, was ist? Kannst du kein Wasser finden? Wasser habe ich schon gefunden. Da draußen ist ein ganzes Meer davon. Was? Das gibt's nicht. Du fantasierst. Wir sind mitten in der Stadt. Was ist passiert, Jake? Oh. Das habe ich auch gedacht. Irgendwie sind wir aufs Meer hinausgetrieben. Hallo, Ghostbusters! Ihr steckt ja ganz schön tief im Wasser. Das ist Jessica! Wir sind weggeschwemmt worden, Jessica! Wo kommt all dies Wasser her? Das weiß niemand so genau. Anscheinend schmilzt das Eis am Nordpol. Oh nein, wenn der Nordpol schmilzt, dann bedeutet das... Genau, Eddie. Die Erde wird überflutet werden. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Aber wenn das Absicht ist, wer würde schon wollen, dass der ganze Erdball unter Wasser steht?
Prime Evil! Natürlich. Wenn die Erde unter Wasser steht, dann hat Prime Evil ein leichtes Spiel. Nicht, wenn wir das verhindern können. Kommt, Jungs, zieht die Uniform an. Auf geht's, Ghostbusters! Form, GB. Da draußen ist nichts als Wasser. Tatsächlich? Heißt das, dass ihr Tracy mal badet? Bootform, Klapperkasten. Ich bin noch nicht der Taubflubhelz. Norden, GB. Wie weit nach Norden? So weit du kommst. Jungs, wir sind im nördlichen Eismeer. Und es sieht ganz so aus, als würde der Nordpol schmelzen. Wie kommst du darauf, Eddie? Nur so ein Gefühl. Das Wasser wird tiefer. Wie Prime Evil das nur macht? Ich meine das Schmelzen der Gletscher. Also, ich bin mir da nicht sicher, Eddie, aber ich glaube, die Antwort liegt genau vor uns. Seht mal, ein Geisterdrachen. So also macht Prime Evil das. Na, wenigstens kriegen wir das in den Griff. Ihr bleibt hier in Sicherheit. Ich schleiche mich an den Drachen ran und dematerialisiere ihn. Oh, Jake, sei vorsichtig. Dieser Drachen sieht gefährlich aus. Keine Sorge, Jessica. Jake schafft das schon. Gleich hörst du den Dematerialisator. Na bitte, schon geschehen. Der Drachen war einmal. Was ist denn passiert? Hast du den Dematerialisator nicht auf den Drachen gerichtet? Natürlich. Also was ist dann schiefgelaufen? Ich hab ihn verfehlt. Du hast ihn verfehlt? Aber der Drachen ist so groß wie ein Berg. Wie konntest du ihn verfehlen? Ich bin nicht nah genug rangekommen, okay? Aber Jake, wo ist der Dematerialisator jetzt? Er frisst ihn. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Nun, Bertrand, ist mein Geisterdrachen fertig mit dem Schmelzen der Gletscher? Noch nicht, Gebieter. Was? Wieso nicht? Was ist los? Die Ghostbusters, oh Furchterregner! Oh, verdammt! Das überrascht mich nicht. Diese Hanswurste verderben mir immer den Spaß. Wahrscheinlich ist der Geisterdrachen schon dematerialisiert worden. Nein, ich habe auch eine gute Nachricht, eure Abscheulichkeit. Die Ghostbusters haben den Dematerialisator verloren. Was? Oh, das ist ausgezeichnet. Ich wusste gleich, dass du dich freuen würdest. Jetzt steht mir nichts mehr im Weg. Sobald mein Drachen die Gletscher ganz geschmolzen hat,
werde ich die Welt beherrschen. Ein Hoch auf Primeval. Wie lange sich diese Wichtigtour wohl gegen meinen Drachen behaupten können. Bereit, das Wasser zu pumpen, Jungs. Jetzt! Na bitte, damit sollte sein Feuer gelöscht sein. Oh nein! Es hat nicht geklappt, Jake. Was machen wir jetzt? Lauft, was ihr könnt! Ich schaff diesen Schmelzkopf schon. Gemacht, Tracy. Mir scheint, die Ghostbusters haben Probleme. Wir müssen was tun, Gibi. Fahr deinen Superschneepflug aus. Gut gemacht, Jessica. Du auch, GB. Das hat den Drachen ganz schön lahmgelegt. Ja, aber nicht lange. Jake, sieh mal! Der Drachen hat keine Feuerkraft mehr. Und jetzt fliegt er weg. Wahrscheinlich will er auftanken. Das könnte unsere Chance sein. Alles einsteigen. Los, GB, dem Drachen nach. Ich hatte befürchtet, dass du das sagen würdest. Du meine Güte!
Leute, seht nur, die ganze Welt ist überflutet. Tatsächlich, Jessica. Und deshalb müssen wir diesen Geisterdrachen aufhalten. Lass dich nicht abhängen, Tracy. Ja, nun. Also, Jake, das verstehe ich nicht. Warum kommt ein Drachen den ganzen Weg hierher zum Auftanken? Hey, seht mal. Der Geisterdrachen fliegt auf die Bohrinsel. Öl. Der Drachen trinkt tausende von Litern Öl. Das ist also die Antwort. Das Drachenfeuer wird von Öl gespeist. Öl, natürlich. Deswegen konnten wir das Feuer nicht mit Wasser löschen. Du meinst, das Öl ist wie das Fett auf meinem Hamburger, Jake? Genau, Eddie. Das Öl schwimmt auf der Wasseroberfläche. Deswegen können wir den Drachen nicht mit Wasser bekämpfen. Aber was können wir benutzen? Du hast doch mein Fettfeuer mit dem Feuerlöscher gelöscht. Ein Feuerlöscher? Natürlich. Klasse, Eddie. Auf geht's, Tracy. In Ordnung. Also, Moment mal. Wo wollen wir eigentlich hin, hm? Keine Ahnung. Zu einer Fabrik für Feuerlöscher, GB. Und beeil dich. Uns bleibt nicht viel Zeit. Das ist der größte Feuerlöscher, den wir haben. Er ist für Waldbrände. Ist er groß genug? Das wollen wir hoffen. Die Überflutung wird besorgniserregend. Wem sagen Sie das? Man kann hier kaum noch einen Parkplatz finden. Ich bin im Boot zur Arbeit gekommen. Na, viel Glück, Ghostbusters. Ich schicke euch die Rechnung. Seht ihr den Drachen irgendwo? Nein. Ja, da unten, Jake. Da ist er. Und eifrig bei der Arbeit. Naja, das werden wir gleich haben. Aber wie wollen wir den Feuerlöscher einsetzen, um das Drachenfeuer zu löschen? Ich habe eine Idee. Macht ihr euch nur bereit, den Feuerlöscher anzuwerfen, sobald der Drachen sein Maul öffnet? Auf geht's! Soweit, so gut. Und jetzt kommen wir zum Drachen. Glücklicherweise ist heute Vollmond. Magier Fudi, gib mir Kraft, damit ich jetzt den Drachen schaff. Hey, ich hab Kraft gesagt, nicht Unsichtbarkeit. Oh, verdammt. Ich hab den falschen Zauberstab genommen. Oh. Naja, mal sehen, was sich so machen lässt. Wie will Jake den Drachen nur dazu bringen, sein Maul zu öffnen? Ich weiß es nicht, Jessica, aber wir müssen bereit sein. Seht mal. Kille, kille, Gänschen, komm schon, lach. Er hat sein Maul geöffnet. Runter, Tracy, runter. In Ordnung. Auf geht's, Ghostbusters. Funktioniert! Kille, kille! Junge, bin ich froh, dass ich unsichtbar bin. Wenn ich das nicht wäre, würde ich ungern so nah am Drachen sein. Oh, oh. Oh, oh. Großartig. Mir scheint, ich soll gebraten werden. Mach zu, Tracy! Volltreffer! Gerade noch rechtzeitig. Mal sehen, ob es funktioniert hat. Mal. Es hat geklappt, Jake. Der Drachen löst sich auf. Hm? Toll, Jake, wie du das geschafft hast. Tja, dieser Drachen bestand nur aus Feuer. Und wenn man das Feuer löscht... Bleibt
bleibt nichts übrig. Und seht nur, wir haben sogar unseren Dematerialisator wieder. Sieht ganz nach einem glücklichen Ende aus. Na, ich weiß nicht, Jake. Wetten, dass es jemanden gibt, der nicht glücklich ist? Ich bin nicht glücklich, Bertert. Ein großartiger Geisterdrachen ist vernichtet und die Gletscher bilden sich schon wieder neu. Der Planet ist gerettet. Schon wieder haben diese verdammten Ghostbusters meine Pläne durchstreut. Oh. Ist was, oh eure Herrlichkeit? Diese verfluchten Gustfuscher haben mich so verärgert, dass ich vergessen habe zu essen. Ich sterbe vor Hunger. Keine Sorge, oh Wunderbarer. Ich koche dir etwas Köstliches. Wie wär's mit einem schönen, fettigen Hamburger? Oh, hallo. Heute mussten die Ghostbusters einen feuerspeienden Drachen bekämpfen. Nun, Drachen gibt es zwar nicht, Feuer aber schon. Und wie ihr wisst, ist es sehr gefährlich. Feuer kann Bäume, Häuser und sogar Menschen verbrennen. Also denkt dran, Streichhölzer und Feuerzeuge sind keine Spielsachen. Alles, womit man Feuer anzünden kann, ist gefährlich. Seid also vernünftig und spielt nicht mit Streichhölzern. Ihr könntet zu Schaden kommen und das wollen wir doch nicht.